Ja, und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Protonen-Bus-Simulator. Schön, dass ihr wieder einschaltet und ja, heute mal mit einem Volvo 7700 unterwegs, würde ich sagen. So sieht das Ganze aus, vom Modell her zumindest. Ja, also das sieht doch schon echt hübsch aus. Ach ja, weißt du, warum muss man immer danach so lange suchen, ja, damit man sowas findet? Ich habe auch eine Option gefunden, wie man sich hier so ein bisschen so durch die Karte spawnen kann, so, also ein bisschen so durch die Karte gehen kann. Ja, das sind so eine kleine Fehler hier noch scheinbar in der Version hier, wo die dann einfach so drin glitschen. Ja. So, da stehen sie schon, warten auf uns. Und ja. Volvo 7700 Bus Simulationschannel. Mal ein bisschen Werbung gemacht hier, aber auch hier, ne, es ist alles super detailliert wieder. Spiegel funktionieren, Ibis-Slider und sowas ohne Funktion. Die Spiegel hier oben, die werden wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder die Monitore. Das haben wir hier halt mal einen Volvo. Wir werden auch nicht so oft unterwegs in Omsi mit. So, können wir uns hier auch nochmal ein bisschen umgucken. Ja, hier so ein bisschen hintere Ansicht so. Aber das schaut schon sehr gut aus. Ordentlich mit Volvo. Aber ich glaube, das ist auch ein Bus, der halt auch schon aus der Omsi-Szene halt kommt, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also scheinbar hat man hier eine Möglichkeit gefunden, die Busse wahrscheinlich von Omsi hier praktisch mit reinzunehmen. Schaut auf jeden Fall so aus. Ja, also, ja, Linie 100 sind auf der Gegenrichtung unterwegs. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was uns jetzt hier so erwartet. Deswegen. Gang rein. Habe jetzt auch die Funktion gefunden, wie man nur eine Tür öffnet. Also schließt ein bisschen sehr schnell, finde ich. Huch. Uiuiui. Also bei der Steuerung muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja. Also das ist super unangenehm, ohne Lenkrad zu fahren. KI verhält sich auch noch ein bisschen sehr eigenartig. Habt ihr manchmal, also habt ihr jetzt zum Beispiel gerade jetzt bei dem gelben, was weiß ich, was es war. Oder auch hier, ne? Der war gerade viel zu schnell weg gewesen. Und dann immer so stotterhaft halt. Aber die kannst du aber schön heizen, ja. Das war knapp. Tatsächlich war das jetzt ein bisschen knapp. So, ohne Abfahrt. Also da der Volvo 77 Bus Simulationschannel, ja, das habe ich nicht dahin gepackt. Aber der Kanal heißt so. Es gibt halt viele zig Busse, viele Reisebusse und alles sowas, die man sich hier runterladen kann. Wie gesagt, alles für kostenlos, alles für lau, ja. Das muss man echt mal zugute halten.
Na komm mit rein hier, Junge Drummer. Dankeschön. Jetzt hier noch schön Lenkrad-Support, Track-IR-Support. Und ja. Oh, wir sind falsch. Wir müssen nach links abbiegen, sehe ich gerade. Hier mit solchen Bussen könnt ihr auch fahren, ja. Reisebusse in jeglicher Form. Ob jetzt nun europäisch, nicht europäisch. Ja, also da ist halt wirklich richtig viel drin. Ne? Was ich sehe gerade, wir haben grün. Boah, wir fahren hier fast mit 80 hier durch die Stadt hier. Ja, einen Timer gibt es hier scheinbar auch nicht. Also hier ist halt wirklich einfach freies Fahren. Ja, Licht können wir hier halt anschalten, Hupen funktioniert. Also man kann sich das Ganze auch in den Optionen natürlich angucken. Ihr könnt hier die Grafik einstellen, ne, falls das bei euch vielleicht nicht so gut laufen sollte. Also auch da, auch wenn das Menü halt ein bisschen komisch aussieht halt, das sieht halt wirklich sehr nach Android aus. Ne, also kann man aber da auch schon vereinzelte Optionen vornehmen. Also von daher, wer wie gesagt eine kostenlose Alternative sucht, denkt mal, wird mit dem Proton Bus Simulator, glaube, nichts falsch machen. Zum Beispiel auch für den Einstieg halt, ne? Wenn man mal so in diese Welt eintauchen möchte, ne, kann man sich das Ganze jetzt erstmal, wie gesagt, halt anschauen, kostenlos sind, ne? Und wenn man dann halt mehr möchte, mehr Realismus, mehr halt, ja, der wechselt dann zu OMSI oder sowas, ne? Aber ich finde halt, der macht hiermit auf jeden Fall erstmal in der Regel so nichts falsch. Um, wie gesagt, erstmal zu gucken, interessiert ihm das Genre überhaupt halt, ja, mit Bus und sowas alles. Passagiere und von A nach B fahren und von B nach A wieder zurückfahren und sowas. Ich denke mal, für den ist es genau richtig. Ja, eine rote Ampel. Oh, Mercedes SLK hier. Das sah aus wie ein Fiat. Passat. Aston Martin. Hier alles hier rumfährt hier. Oh, wer grün. Ampel. Ja, jetzt wundervoll. Da will keiner aussteigen, solange keiner den Taster drückt. Ja, komm rein. So. Ich bin die ganze Zeit am Hin und Her überlegen. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt einfach 100 Euro echt zu übertrieben. Wie gesagt, das ist dann zwar Lifetime, also für immer. Ja, also egal, ob jetzt in 10 Jahren nochmal ein neues Update kommt, ihr solltet das kriegen halt mit diesen 100 Euro, ja, die ihr dann bezahlt oder was ich, brasilianischen Geld. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel umgerechnet das jetzt wäre in Euro.
Aber ich weiß nicht. Das ist halt praktisch wieder so eine finanzielle Sache wie beim Early Access. Du weißt halt nie, ob das irgendwann mal fertig wird. Ja? Oder ob das halt sich auch irgendwann mal im Sande verläuft. Bloß hier ist es halt ein bisschen gefährlicher, weil das Ganze wird ja nicht über Steam supported. Sprich, du hast keinen offiziellen Steam Support, ja? Oder sonst irgendwas. Du kannst dich halt nur auf die Seite halt berufen. Und wenn die Seite halt irgendwann mal einfach mal sagt, nö, es ist ja keine Lust mehr. Stehst du denn halt da, ne? Also es ist immer ein bisschen gefährlich alles, so finanzielle Sachen. Auf jeden Fall merkt man aber hier so ein bisschen, dass es hier scheinbar eine regere Mod-Community gibt als bei manch anderen Spielen jetzt, ja. Ah ja. Habe ich ihn mal berührt? Nö, war ja keiner. Keine Ahnung, warum sie mit mir meckert. Achso, wir können ja mal gucken. Nee, das funktioniert nicht. Also die ganzen extra Geräte, die hier dran sind. Hier, die Spiegel halt funktionieren, klar. Siehst halt da auch die Leute rumlaufen. Zur hinteren Tür. E aí, motor, tudo bom? Lancia. Gibt's hier auch noch hier Audi? Die haben echt eine schöne Vielfalt hier an KI-Fahrzeugen. Aus wie Nissan. Ja. Sehr schön. So mal wieder. An der nächsten Haltestelle hier 8 bis 10 Minuten, so stand es ja da. Bist du unterwegs halt, jetzt auf der einen Linie hier. Halt wieder genau reingucken. Das ist ein bisschen schwer hier, also die Kamera zu zentrieren hier. Dabei zu fahren. Klingt irgendwie so, als ob er absäuft. Ich finde so, man hat hier noch nicht so das hundertprozentige Geschwindigkeitsgefühl hier. Also, dass das hier jetzt 60, 70 km/h sein soll, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich finde auch, die Leute sehen in Ordnung aus halt. Also, man hat so irgendwie das Gefühl, als ob man hier versucht, halt, um sich zu kopieren, eher, als hier irgendwas Eigenes irgendwie so auf die Beine zu stellen. Aber warum nicht? Omsi ist eine gute Simulation. Nur halt veraltet. Wenn man das Ganze jetzt natürlich mal auf so eine neuen Engine bringen würde, auf eine neue Technik bringen würde, warum nicht? Das kann funktionieren. Also, von daher muss ich sagen, eigentlich nichts falsch gemacht. Klar,
ich kein großer Fan ist von der Unity Engine, aber wenn das so funktioniert, warum denn halt nicht denn, ne? Wie gesagt, mods-technisch scheint es ja auch zu funktionieren, dass du dir die Busse runterladen kannst. Also auch da, ne, gibt es da nichts zu beanstanden. Wie gesagt, interessieren würde mich jetzt halt wirklich nur, wie funktioniert das Ganze, wenn man zum Beispiel eigene Karten bauen möchte. Geht das überhaupt? Ist das möglich? Muss man dazu dann wirklich diese 100 Euro bezahlen? Oder ja, da muss ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen schlau machen. Auf der Seite kämpft man sich so ein bisschen durch halt, ne? Aber ja. So ist zumindest auf jeden Fall schon mal der erste Eindruck hier halt. Ich spiele das Ganze auch in 4K und es läuft flüssig, ja. Oh, gut, das war jetzt ein Fail. Muss einfach durch uns durchgefahren. PBSR, so, machen sie auch Werbung für den eigenen. Wie gesagt, da muss man auch nochmal aufpassen. Es gibt einmal eine Urban Map und einmal, ich glaube, das ist dieses PBSR oder ist das was anderes? Also es gibt auf jeden Fall zwei Versionen. Einmal ist es halt eher so Gebirge und einmal Stadt halt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also war es auf dem Android zumindest. So, hier ist unsere Fahrt zu Ende. Hier endet unsere Fahrt. Ja. So viel also zum Proton-Bus-Simulator hier mit dem Volvo. Gesehen, hat wunderbar funktioniert. Hochbahn, Repaint draufgeknallt und los geht's. Ja, also, was soll ich sagen, Leute? Das ist was anderes. Es ist nicht fertig, man merkt, dass es nicht fertig ist, aber es ist mal was anderes. Und wie gesagt, wenn man es halt einfach mal nur gucken möchte, der guckt einfach am besten rein. Aber mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ich glaube, das habe ich in den letzten Folgen jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt, halt zumindest. Wir werden uns auf jeden Fall weitere Busse angucken, selbstverständlich. Müssen wir mal gucken, vielleicht fahren wir auch mal diese Serpentinenstrecken da ab, da diese mit bei sein sollen. Müssen wir mal gucken. Und ja, würde mich auf jeden Fall erstmal bedanken bei euch und würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part wiedersehen, zum Proton-Bus-Simulator. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Und lasst ein Like da, schreibt es unten rein in die Kommentare. Wie gesagt, Link findet ihr unten wieder in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute, bis denn.